Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich bin der Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung aus Bayreuth im schönen Oberfranken. Heute geht es um das Thema Strategie im Unternehmen. Das mit der Strategie ist ja immer so eine Sache. Das ist oft blumig und wolkig und wenig verbindlich und auch ganz oft schwer zu fassen oder schlicht gar nicht vorhanden. Es gibt also ganz viele Unternehmen, die haben keine Strategie, sondern die arbeiten von heute auf morgen, ohne dass es einen größeren Plan gibt, in welche Richtung das eigentlich gehen soll. Und deshalb ist auch die Strategie bei den Mitarbeitern oft wenig verankert. Das zeigt sich dann in Orientierungslosigkeit und auch im Unverständnis der Mitarbeiter, wo die Reise eigentlich hingeht. Aber das muss nicht sein und das lässt sich ändern. Bausteine in unserer US-Strategiewerkstatt ist die Erarbeitung eines klaren unternehmerischen Leitbildes aus Mission und Vision. Also die sinnstiftende Beantwortung der Fragen, wozu sind wir da als Unternehmen, als Unternehmer, als Mitarbeiter? Und wie wird die Welt aussehen, wenn wir gute Arbeit leisten? Als nächster Schritt legen wir gemeinsam fest, wie man das erreichen kann und was dafür getan werden muss. Hier geht es also nicht um das Klein-Klein, sondern es geht wirklich um die wichtigen Meilensteine, damit diese Reise, diese strategische Reise in die Zukunft wirklich zum Erfolg wird. Das Umsetzen eines längerfristigen Planes in die Zukunft, wie sich das Unternehmen einfach in der Zukunft aufstellen wird. Und damit die Antworten auf diese Fragen nicht nur blumige Worte bleiben, sondern dass der Fortschritt auch wirklich messbar wird, dass man den entwickeln kann, dass man den auch wirklich beobachten kann, ob wir auf dem richtigen Weg sind, dazu entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam die geeigneten Ziel- und Messsysteme, damit wir auch sehen können, ob unsere strategischen Überlegungen, ob unsere Planung in der Strategiewerkstatt wirklich Früchte tragen. Das ist also ganz, ganz wichtig, eine Strategie, die mich nicht messen kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin, die ist das Papier nicht wert, auf dem sie wirklich draufsteht. Daher gehören zu jeder Strategie immer Ziele und Kennzahlen. Dieses Paket aus Unternehmensleitbild, Zielen und Kennzahlen kommunizieren wir natürlich dann selbstverständlich mit Ihnen gemeinsam in einem arbeitenden Kommunikationsplan an die Mitarbeiter, damit es auch dort wirklich verstanden wird und auch fest verankert ist. Das sorgt dann wirklich für Orientierung, für Verantwortung, für Engagement und vor allem für sofort viel bessere Ergebnisse in den Mitarbeitergesprächen. Auf eine ganz ähnliche Art und Weise erarbeiten wir mit Ihnen auch den Lösungen zur Unternehmenskultur, mein Team und ich. Also wenn es um das ganze Thema Unternehmenskultur geht, Führungsstil und ähnliche Dinge, da arbeiten wir genauso mit Ihnen dann zusammen, um einfach einen modernen Führungsstil zu etablieren, damit Sie die guten Leute wirklich an Bord halten können und die Fluktuationsraten nachweislich senken. Da geht es eben dann um die Gewinnung von Fachkräften zum Beispiel, das Bilden einer starken Arbeitgebermarke und eine moderne Führungs- und Unternehmenskultur und ähnliches. Aber immer verbindlich und immer mit messbaren Ergebnissen, auch bei solchen Themen, die oft nur ganz, ganz vage sind oder viele andere einfach nur unkonkret bleiben. Das ist sicherlich einer von unseren Punkten, den wir am Markt sehr erfolgreich etabliert haben. Wir haben immer messbare Ziele und wir haben immer Kennzahlen, um den Fortschritt wirklich und den Erfolg zu messen. Das klingt spannend für Sie? Dann schreiben Sie uns über unser Kontaktformular oder noch einfacher, rufen Sie einfach an. Die Telefonnummer finden Sie oben in der Navigationsleiste. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kontakt, auf den Austausch mit Ihnen und bis dahin herzlichst, Ihr Axel Schröder.